Der 3. September sollte der große Tag der Leichtathleten aus der Bundesrepublik werden. Hans-Ludwig Krämer aus Andernach ist wie immer auf dem Posten und Cheftrainer Bute Pieper schickt im ersten Wettbewerb die Frauen in die 400 Meter Zwischenläufe. Annette Rückes startete im ersten Zwischenlauf, wurde aber Letzte und schied damit aus. Im zweiten Lauf konnte sich Christel Frese mit dem 4. Platz gerade noch qualifizieren. Charlotte Besson aus Frankreich, die letzte Olympiasiegerin, wurde Letzte. Im 3. Zwischenlauf zeigte Rita Wilden ihre glänzende Form. Mit dem 2. Platz qualifizierte sie sich ohne jede Mühe. Der erste Zwischenlauf 200 Meter Männer ist eine klare Sache für Borsow, aber Manfred Ommer liegt mit einer guten Zeit auf dem 2. Platz. Im 3. Lauf, ebenfalls auf dem 2. Platz, qualifiziert sich Dr. Martin Jellinghaus für die Vorentscheidung. Und hier die Vorläufe 400 Meter Männer. Georg Nückles siegt im 3. Lauf. Im 7. Lauf schafft es soeben noch Karl Honz. Und im 8. Vorlauf siegt Horst Rüdiger Schlößke in persönlicher Bestzeit. 200 Meter, die letzte Disziplin im Fünfkampf der Frauen. Im 1. Lauf Margot Eppinger, im 2. Karin Mack und Heide Rosendahl, die nun alles auf eine Karte setzen muss. Heide Rosendahl ist vorne, dann kommt innen drin Christine Bodner. Heide Rosendahl vergrößert den Vorsprung. Sie muss es tun, sie sportet. 6, 7 Meter sind es, Heide. Heide Rosendahl im Ziel. Klaus Wolfermann hat im Speerwurf mit 90,48 Metern neuen olympischen Rekord geworfen. Im letzten Versuch kommt der Sowjetrusse Lusis auf 2 cm heran. Nach 36 Jahren wieder Speerwurf Gold für Deutschland, Olympiasieger Klaus Wolfermann, Silber für Lusis und Bronze für Schmidt USA. In der Entscheidung 10.000 Meter Bedford Großbritannien führt vor Püttemans Belgien und Meros Jifter Äthiopien gingen 15 Läufer an den Start, darunter 4 Afrikaner, denen man einiges zutraute, aber der letzte Olympiasieger Temu aus Kenia war über den Vorlauf nicht hinausgekommen. Auch Manfred Letzerich aus der Bundesrepublik schied sang- und klanglos im Vorlauf aus. Doch ein Mann sollte das Rennen machen, mit dem man nicht mehr gerechnet hatte. Der Finne Lasse Wieren war während des Laufes gestürzt, aber in blitzschneller Reaktion hatte er wieder den Anschluss gewonnen. Der Finne nunmehr an der Spitze, hinter ihm Püttemans Belgien und Jifter Äthiopien. In dieser Reihenfolge liefen sie auch durchs Ziel. Die finnischen Schlachtenbummler sind außer sich vor Freude. Lasse Wieren lief in der fantastischen Zeit von 27:38,4 neuen Welt- und neuen olympischen Rekord. Im 800-Meter-Lauf der Frauen hatte die Weltrekordlerin Hildegard Falk aus Wolfsburg die Bürde der Favoritenrolle zu tragen. Gut 4 Stunden waren vergangen, als sich die Geher über 50 Kilometer wieder dem Olympiastadion näherten. In der Kurve drüben an der Anzeigetafel leuchtet nur ein Name auf. Nummer 372, Kannenberg, Deutschland. Und jetzt geht es, wie wir bei den Läufern sonst sagen, auf die Zielgerade. Aber ein Endspurt von Bernd Kannenberg ist nicht mehr nötig.
das ist der Israeli Shaul Adani, der wenige Tage später dem Terror ausgesetzt war. Um eine Zehntelsekunde hatte es nicht gereicht. Mit 10 Punkten Vorsprung und der neuen Weltrekordleistung von 4.801 Punkt gewann Mary Peters Großbritannien olympisches Gold im Fünfkampf. Heide Rosenthal holte sich die Silbermedaille und Bronze ging an Brücklin de Pollack aus der DDR. Gold für Hildegard Falk. Ja, das war der härteste Endspurt, den ich je über 800 Meter hier bei den Damen gesehen habe. Hildegard Falk hat keinen Millimeter preisgegeben. Sie hat 100 Meter lang gekämpft, immer noch gekämpft, um es zu halten. 1:58.54, das ist genau ihre Weltrekordzeit, die sie gelaufen ist. Ein tolles Rennen, ein fantastisches Rennen und Goldmedaille für Hildegard Falk.